Guten Morgen. Ja, so, gestern noch schöne, ja, Lachstunde gehabt und heute irgendwie durchgedreht. Oh. Und dann mache ich einfach, dass ich das so ein bisschen aufnehme. Und überzeichne. Bis ich darüber lachen kann. Ja, das ist nicht original Lach-Yoga, nein. Es ist meine Art. Weil mir das in dem Moment leichter fällt. Als wenn ich hektisch jetzt ho, ha, nee. Sorry. Dann mache ich lieber einfach immer das aufnehmen, was gerade da ist, was sich zeigt. Und dadurch kommst du dann entspannter eben auch in die Richtung Freude, dass du ja das so ein bisschen dann karikierst und machst. Oh. Und ich kann ja dann noch über mich selber lachen, wenn ich mich so im Spiegel sehe. Dann kommt ein Lachreflex auf bei mir. Und das, ja, das ist der Clou dabei. Natürlich muss das nicht deine Du machst deine Art. Weg damit. So, all den ganzen Schrott, ja, weg damit. Ja, raus damit. All das, was du nie mehr brauchst. Raus damit. Verrückte Sachen zu machen. Ja. Ich liebe es, weil ich danach besser drauf bin. Ja.
Ja, und an solchen Momenten und an solchen Tagen, ja, ist es für mich besser, eben mehr Lacheinheiten zu machen. Denn es ist ja gut, dass ich dann überhaupt ins Lachen gekommen bin und das so ein bisschen unterstreichen, sodass ja vielleicht die Atemübung und die stille Übung da so ein bisschen hinten runterfallen dabei. Ja, mach du es so, wie du möchtest. Immer so, wie du gerade spürst, was gerade für dich geht. Aber ruhig dich daran erinnern, dass du gerne natürlich noch mal ganz bewusst tief einatmest, dich verbindest mit allem. By the way, wir sind immer verbunden, nur wir kapseln uns ab. Ja. Und darüber kann ich mir dann auch jetzt nochmal in der Stille einen kurzen Moment Gedanken machen, was ich da wieder gemacht habe, dass ich mich von dem Gefühl des Verbundenseins so abgekoppelt habe. Ja, für mich heißt Menschsein eben bewusst nochmal überdenken zu können, was da die Automatik gemacht hat. Die Automatik ist gut zum Überleben. Schlecht, wenn es darum geht, umzuschalten, die Verbindung zu spüren. Das darf ich vielleicht als Mensch ganz bewusst in Angriff nehmen. Und so habe ich heute mal wieder ein Thema für den Tag, dass ich den Schwerpunkt darauf lege, diese Verbundenheit zu spüren und zu fühlen. Und ja, bei mir hilft es auch, wenn ich Dinge dann wertschätze, dankbar bin für etwas. Bin wirklich dankbar, dass ich aufgewacht bin, auch wenn ich mit nicht so tollem Gefühl aufgewacht bin. Aber dafür bin ich auch besonders dankbar. Ich habe die Chance, selber etwas daran zu tun. Ganz bewusst diesen Schritt einzuleiten und ganz bewusst etwas daran zu ändern. Wow, danke. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und hoffe, dass auch du deine Stimmung handeln kannst, dass du gemerkt hast, dass du es kannst. Danke dir, bis dann.